Am 28. März 2012 begann die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam. In der zweiten Warnstreikwelle haben sich mehr als 215.000 Kollegen am Streik beteiligt. Darunter auch viele GEW-Mitglieder. Am Ende wird ein Kompromiss stehen, wo sich beide Seiten bewegt haben. Das Ergebnis am Ende muss vorzeigbar sein, das heißt nachhaltiger, deutlicher Reallohnzuwachs bei den Beschäftigten, Verbesserung der Ausbildungsbedingungen und wir müssen den Lohnabstand, den es vom öffentlichen Dienst auf die Privatwirtschaft gibt, verringern. Am 28.03. ab 18 Uhr tagte die Tarifkommission Bund und Kommunen der GEW. Sie wurde regelmäßig über die Verhandlungsstände informiert. Wir haben Ihnen kein Endergebnis zu verkünden. Ich gehe noch weiter. Wir können Ihnen auch keine konkreten Zwischenergebnisse vermelden, aber wir können darauf verweisen, dass wir alles daran setzen, zu einem Abschluss zu kommen. Das ist unser Ziel. Aber ich möchte noch mal grundsätzlich sagen, dass es für uns ganz wichtig ist, auch zu zeigen, dass die Tarifautonomie und dass dieses System der Lohnfindung auch im Bereich des öffentlichen Dienstes nach wie vor funktioniert und dass wir in der Lage sind, Abschlüsse zu finden, ohne dass wir in Schlichtungen oder Erzwingungsstreiks gehen. Erst nach dem ursprünglich geplanten Ende gab es Bewegung. Die Beratung über das Verhandlungsergebnis ging die ganze Nacht vom 30. auf den 31.03. bis morgens um 6 Uhr. Die Entgelder steigen zum 01.03.2012 um 3,5%, zum 01.01.2013 um 1,4% und zum 01.08.2013 um weitere 1,4%. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Neben weiteren Regelungen gibt es in 2012 und 2013 wieder einmalige Pauschalzahlungen von 300 Euro. Konkret heißt das zum Beispiel, dass das Einkommen einer Erzieherin in S6 Stufe 4 von 2.619,29 € auf 2.787,40 € steigt. Das Einkommen einer Lehrkraft in E13 Stufe 3 steigt von bisherigen 3.632,80 € ab dem 01.08.2013 auf 3.866,97 €. Wir haben, um dieses Ergebnis zu erreichen, lange ringen müssen. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ich sage für die Arbeitgeber, dass wir an die Grenze dessen gegangen sind, was für uns überhaupt möglich und verkraftbar war. Wir hatten drei Ziele in dieser Lohnrunde. Wir wollten erstens eine deutliche und nachhaltige Reallohnverbesserung erreichen. Wir wollten zweitens eine deutliche soziale Komponente in diesem Abschluss verankern, zugunsten der unteren und normalen Einkommen. Und wir wollten drittens ein deutliches Zeichen setzen zugunsten der Auszubildenden. Wenn wir jetzt den Abschluss an diesen Zielen messen, können wir festhalten, dass es uns nicht gelungen ist, die soziale Komponente im Abschluss abzubilden. Die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst haben nach 10 Monaten Laufzeit eine Lohnsteigerung tabellenwirksam von 4,9%. Und nach 18 Monaten eine Lohnsteigerung von 6,3%. Wir haben ferner eine Mitgliederbefragung einleiten, weil die Mitglieder entscheiden müssen und entscheiden sollen, ob dieses Ergebnis akzeptiert wird oder nicht. In der GEW haben die zuständigen Gremien die Annahme des Ergebnisses empfohlen. Auch wir werden in der gleichen Zeit wie Verdi eine Befragung der Mitglieder durchführen. Ich denke, dass wir alle mit diesem Ergebnis zufrieden sein können. Die Verhandlungen waren sehr schwierig. Bund und Kommunen sind keine einfachen Verhandlungspartner. Anschließend mussten die Verhandlungsergebnisse in den gewerkschaftlichen Gremien dargestellt werden und sie wurden sehr kontrovers diskutiert. Die Diskussion dauerte bis heute Morgen. Nun liegt aber eine Entscheidung vor. Alle gewerkschaftlichen Gremien empfehlen nun in der jetzt kommenden Mitgliederbefragung die Annahme des Verhandlungsergebnisses.